Hallo Leute, mein Name ist Ines Vasco. Ich bin 25 Jahre alt und habe mit Marianne Hondl, einer guten Freundin, das Buch Und ich lebe noch geschrieben. Das haben wir in 3 Monaten gemacht. Eine Autobiografie, in der es um Behinderung, Mobbing und Depressionen geht. Ich habe seit 9 Jahren schwere Depressionen, sitze im Rollstuhl aufgrund von MS. Und bin einmal im Monat auf der Palliativstation, da meine MS nicht behandelbar ist. Ja, was kann ich euch sonst noch erzählen? Es war immer ein Ziel von mir, ein Buch zu schreiben. Und das habe ich hiermit geschafft. Ich habe eine starke Rechtschreibschwäche. Es würde mich freuen, wenn ihr ein paar Bücher kauft. Bitte auch dazu schreiben, ob ihr eine Signatur haben wollt oder nicht. Und ihr unterstützt mich damit sehr, weil ich mir mit den Büchern eine Ausbildung finanziere. Ich mache zurzeit eine Ausbildung bei Lotus, das ist ein Fernstudium für Autoren. Und würde gerne noch einen Psychologiekurs anhängen. Das ist aber natürlich ziemlich teuer. Und jedes Buch hilft und ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin Angela ziemlich dankbar, dass sie uns so unterstützt und alles tut, damit da was weitergeht. Und ja, und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Liebe Grüße nach Berlin. Und ja, das war's jetzt von mir. Schönen Tag noch. Vielleicht sieht man sich ja mal bei einer Lesung. Tschüss.